Hallihallo, Hallöchen, auch willkommen an alle YouTube-Zuschauer. Wir gehen rein in die Charaktererstellung von Dragon's Dogma. Ich habe gerade schon im Streamchen und dann lasset mich noch einmal hier die Message verbreiten. Zack. Hab gerade schon im Streamchen angesprochen gehabt. Wir werden wahrscheinlich einen Mage uns jetzt erstellen. Weil es ist ein Fantasy-Game und man zaubert in Fantasy-Games. Dem kann sich keiner entgegensetzen. Entsetzen, vor allem, ja. Entgegensetzen. Und wir gucken mal rein, was wir da so Schönes alles erstellen können. Dein Charakter kann benommen werden. Du kannst zudem Änderungen an deinem fertiggestellten Charakter vornehmen oder ihn mit einem Charakter-Editor von Grund auf neu gestalten. Okay, perfekt. Also zu jeder Zeit können wir was machen. So. Der Erweckte ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Dein Hauptvasall ist ein loyaler Gefährte, der dich auf dem gesamten Abenteuer begleiten wird. Oh, no, oder? Können wir auch unsere NPCs machen? Oh, shit. Das habe ich ja... Das habe ich ja jetzt nicht bedacht in meiner Zeitplanung. Also, wir machen erstmal nur unseren Charakter, okay? Kann natürlich sein, dass wir dann vielleicht morgen noch so einen NPC machen müssen. Aber erstmal machen wir nur unseren Charakter. Voreinstellungen auswählen. Erstelle den Erweckten. Du kannst entweder einen Voreinstellungen auswählen oder einen Charakter von Grund auf neu erstellen. Wir machen mal Voreinstellungen. Wir gucken mal, was es da so gibt. Da werden sich die Entwickler ja auch ein bisschen was dabei gedacht haben. Bei den voreingestellten Charakteren. Okay, ja, Aha. Der hier sieht schon mal gar nicht so bad aus. Ich glaube, den nehmen wir mal als Dings, ne? Männlicher Mensch. Das Ende der Rasse oder des Körpertyps wirkt sich auf das gesamte Erscheinungsbild des Charakters aus. Fortfahren, einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Oh, okay. Ja. Okay, also wir können hier Catboy oder Mensch. Aber ich bin eher so dann der Menschentyp. Mensch wie menschlich. Dann gucken wir mal. Jo. Basiskörper. Was haben wir denn an Basiskörper da? Okay, wir sind auf jeden Fall kein krasser Lauch, hätte ich jetzt gesagt. Also kein Stixi auf Beinen. Auch wenn wir ein Mage sind, würde ich wahrscheinlich den da mal nehmen. Ja, man kann ja immer noch ein bisschen was hoffentlich abändern. Basiskopf, okay. Ja, mal gucken, was haben wir da? Haben wir da noch irgendwie was Magiermäßiges? Oh, er hier. Er hier sieht wie ein guter Magier aus. Aha. Ich will mal ihn hier nehmen. Mit einem Bärtchen ist das bestimmt sogar... Oh, okay. Jetzt kann man hier noch... Ja, das sieht eher wie ein Witcher aus. Also weniger wie ein Magier. Der braucht graue Haare, ne? Also er braucht safe graue Haare. Warum ist er ein Elf jetzt? Ich dachte, ich hätte einen Menschen. Gibt's Halbelfen oder wie? Das ist irgendwie ein bisschen gerade... Der da ist zum Beispiel menschlich. Ich glaube, ich nehme den Basiskopf dann. Oh, und jetzt kann man noch mehr... Jetzt kann man noch mehr ins Detail gehen. Ja, wir sind alt. Wir sind halt aber auch ein bisschen älter, ne? Also so ist nicht so ein Magier, der ist alt und weise. Das kennt man ja. Der braucht graue Haare. Und der braucht so ein...
freundlichen Sohn. Oh ja, natürlich kann ich Ihnen helfen. So ungefähr. Ne? Also ja, wisst ihr, wie ich meine, ne? Ich kann keine alte Stimme nachmachen. Möchtest du ihn weiter anpassen? Ja, natürlich möchte ich ihn weiter anpassen. Genau. Also, der hat auf jeden Fall schon mal, und jetzt geht's los. Ah, ne, das kann ich noch so einstellen. Also, er ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Der ist so 1,80. Ja, ist 1,80. Ein bisschen schlaksiger muss er ja sein. Das ist ja einfach so, aber nicht zu schlaksig. Okay. Ah, okay, das ist das. Okay. Ich glaube, das passt. Und Muskelstil. So, der darf schon ein bisschen buffter sein. Der hat auf jeden Fall in seiner Zeit gut trainiert. Er war auf ein paar Abenteuern. Auch wenn er jetzt wieder auf Level 1 anfängt. Ja, I mean, das sieht gut aus. Ne? Das sieht gut aus. So, Muskelkraft. Kann man ruhig auf ein 100 lassen. Trapezmuskel. Ah, oh, Stirnacken. Okay, ich sehe. Nee, Stirnacken hat er jetzt nicht gerade. Oh ja, der, okay, also wir müssen, also ein bisschen trainierter lassen wir ihn ja auf jeden Fall. Und er kriegt hier unten auch ein bisschen trainierter, ne? Also er ist jetzt kein Lauchmagier. Sorry, der kann auch mal ein Schwert, okay. Der kann auch mal ein Schwertchen in die Hand nehmen und das schwingen, das ist ja gar kein Problem. Theoretisch. Würde er halt nicht, weil er hat seinen Stab. Aber vielleicht ist das... Vielleicht zaubern wir auch mit einem Schwert. Wer weiß. Weiß ich ja nicht, was es da alles an Items nahe ergeben wird. Das ist schön. So. Jetzt gehen wir mal an den Kopf dran. Och Mann. Warum könnte man sowas machen? Ah, herrlich. Das ist ein bisschen größerer Kopf, oder was? So. Also, er hat zwar schon ein bisschen dickeren Schädel, aber... Nee, das ist okay. Irgendwie... Ändert sich hier was? So ein bisschen die Wangenknochen, oder? Das Jochbein. Das ändert sich so ein klein bisschen. Okay, Höhe vom Gesicht. Ah, okay. Achso, nee, das ist die Tiefe vom Gesicht, ne? Ah, warte mal. Das ist wahrscheinlich das hier. Ach. Ach, hey, okay. Gut. Ja, das da passt mir, glaube ich, besser. Jo, 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 jo. Bisschen längeren Hals auf jeden Fall. So, damit das nicht so komisch ausgeht, auch ein bisschen. So. Sehr schön. I like it. Okay, Schulternbreite. Nee. Also er hat schon ein bisschen breitere Schultern, ja, aber nicht so breit. Schultern können wir auch so lassen. Ja. Hat schon einen kleinen Pack. Also wie gesagt, er ist halt ein buffter Magier, okay? Der ist ein bisschen buffter. So, Rumpfbreite. Ja, das ist Rumpftiefe. Ja, nee. Also der darf schon normal aussehen. Ist jetzt nicht abgemagert. Armlänge. According zu seiner Größe müssen die Arme auch ein bisschen länger sein. Ich denke, dass da passt. Armgröße. Ja, nee. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Nee, ich glaube, so passt der. So sieht er gut aus. Unterkörper. Taille.
Ja. Irgend so ist okay. Pro Größe. Der hat doch so einen richtig prallen Arsch. Beingröße gesamt. So, das ist auch. Das sieht man auch wahrscheinlich hier, ne? Ne. So, ich denke, so ist okay. Körperhaltung. So, Bewegungsstile. Was für Bewegungsstile haben wir denn? Okay, ich glaube, das ist mehr aufrecht. Und das ist mehr... Ja. Nee. Wir haben so ein mittleres Ding. Ja. Ellbogenwinkel. Was? Ach so, ob der... Ja, nee. Ja, der geht ganz normal. Der geht ganz normal. Kniewinkel. Was ist damit gemeint? Ja, man kann halt wirklich die Gangart da anpassen. Wie crazy ist das denn? What the hell? Wie krass. Oh, leck. Okay, der ist halt wirklich... Oh Gott, so ein Hinsch-Ding. Ja, wobei, so ein bisschen hinscht ist er ja, ne? Er ist ja schon ein bisschen... Er ist ja dann auch schon ein bisschen älter, ne? So ein bisschen gebückteren Stil hat er. Und dann, glaube ich, auch so ein bisschen langsameren. Das da ist ja, glaube ich, schnell. Relativ. Und das da ist ja wirklich langsamer. Ja, so. Ne? Langsam, ein bisschen gebückter. Vielleicht können wir noch ein bisschen. So. Er ist zwar gut trainiert, aber er ist halt älter. Er ist halt einfach älter. So, Körper wollen wir nicht zurücksetzen. Oh Gott. Jetzt geht's los. Stopp. Den Basiskopf haben wir ja. Okay. Haut. Was für eine Hautfarbe wollen wir ihm denn verpassen? Er hat in seinem Leben definitiv auf jeden Fall ein bisschen Sonne schon gesehen. Jetzt nicht so viel Sonne gesehen, aber ein bisschen Sonne gesehen. So ein ganz weißer Dude ist er jetzt dann wiederum nicht. Ist damit schon, glaube ich, gut, aber das sieht nicht so alt aus, ne? Also der hat auch schon ein paar Wrinkles und so. Auf der Haut. Ich würde sogar fast schon sagen, so, ne? Der ist ein bisschen... Ja. Okay, hier kann man dann Grundstile festlegen. Ja, das da gefällt mir. Ist ein bisschen, na gut, ist ein bisschen orange. Ja. Ja, damit würde ich gehen. Damit würde ich gehen. So, Falten. Hat der nämlich extrem viele. Der ist nämlich alt. So, kann ich hier irgendwie ranzoomen oder so? Drehen. Ach so, okay. So. Dann zeig mir mal das alles weg. Wo kommen die Falten her? Man weiß es nicht, ne? Po-Falte oder was? So, der Glanz von der Haut. Oh Gott. Nee. Wir sind nicht mehr wirklich glänzend, ne? Wir sind nicht mehr wirklich glänzend. Wir sind schon in unseren... Wir sind schon ein bisschen... Genau, wir sind halt ein bisschen älter. Sehr schön. Augenbrauen. Jetzt geht's los hier. So. Ja, lass mich mal gucken. So, die Augenbraue. Ja, ein bisschen höher. Auf jeden Fall.
bisschen mehr Abstand zwischen den Brauen. Der ist halt ein freundlicher Magier, ne? Der ist nicht so engstirnig, der ist halt freundlich, der hilft Leuten, der ist gerne auf Abenteuer gegangen. Deswegen aber wahrscheinlich jetzt auch dort nochmal mit auf Abenteuer geht. Ist das tiefe Augenbrauen? Okay. Ach so, warte, das ist das. Das ist das hier. Ne, das ist ziemlich weit draußen. Ich glaube, so ist okay. Ja, so ist, denke ich, okay. Ich noch ein bisschen weiter rein. So, der Winkel. Nee, du bist nicht besorgt. Besorgt ist er jetzt nicht, aber auch nicht engstirnig, wie gesagt. Er ist halt... Ja. Er ist ein freundlicher. Rümmung? Ja. Gehen wir mal in die Augen. So, Tiefe. Kopf von der hier, passt das? Breite der Augen? Nee, die müssen schon ein bisschen näher zusammen. Tiefe der Augen. Ja. Das ist so schon ganz cool. Die Augen sind halt schon so ein bisschen eingefallen, ne? So, wie man so schön sagt. Ja, die werden immer kleiner. Irgendwie gefällt mir das nicht so hundertprozentig. Die stehen irgendwie sehr komisch. So. Ja. Ja. Da war der Winkel irgendwie ein bisschen weird. So. Guckt euch den mal an, ey. Was für ein sympathischer alter Magier, hä? So. So, nee, das ist nicht zugekniffen. Aber das ist schon ein bisschen, das eine Auge, das linke, der hat da schon mal ein bisschen was abbekommen. Das geht nicht mehr so doll auf. Das geht einfach nicht mehr so dolle auf. Da ist er ein bisschen, also seine linke Seite, da ist er schwach. Da muss er immer gucken. Da hat er immer seinen magischen Shield ab. Da hat er sich schon gegen abgesichert. Da bin ich mir ziemlich sicher, hundertprozentig. Sein rechtes Auge ist aber noch tipptopp. Man kann aber hier, wahrscheinlich kommt man dazu erst später, so Augenfarbe und so. Gehe ich mal schwer davon aus, weil das konnte ich jetzt hier nicht machen. So, die Länge der Nase. Okay, die Länge der Nase. Der hat ein bisschen längere Nase, ne? Aber der hat ja schon eine lange Nase. Ja, so. Perfekt. Der Nasenrücken. Ja. Nasenhöhe. Ja. Ist schon ein bisschen bucklig. Das ist okay. Das passt. So, große Nasenflügel. Der hat ein bisschen größere Nase, oder? Der hat einfach ein bisschen größere Nase. Ja. So. Man muss es ja auch nicht mit der Größe übertreiben. Die Tiefe der Nasenspitze. Ja, das ist okay. Und dann die Winkel der Nasenspitze. Das ist der Winkel. Ah, okay. Ja, der kann noch ein bisschen nach oben. Der kann noch ein bisschen nach oben. Das ist okay. Ja. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nasenspitze. So,
Ich gehe mal kurz hin. Wahrscheinlich ist es am allerbesten, wenn ich meine Kamera noch so ein klein wenig kleiner mache. Oder mich einfach auf die rechte. Na, dann sieht man aber nicht mehr, was geändert wird. Ich mache mal meine Kamera so ein ganz klein wenig kleiner. Hey, Mary Joyce, danke für den Follow. Thanks. So, ein little bit kleiner. Zack. So ist, glaube ich, besser. Hi! Yeah, my stream's doing fine. I think. We're creating a character right now. So. Nasenspitze. Spitzheit der Nasenspitze. Okay. I'm doing fine. I'm having a lot of fun creating my mage looking like character. Who's potentially an elf? Nee, das machen wir definitiv noch weg. Also, ich will keinen Stil Typ 1. Ah. Okay. Jetzt können wir hier. Boah, das ist Dumbo. Das ist noch mehr Dumbo. Der sieht schon besser aus. Thanks! Thanks a lot! Das ist Elfen. Das ist Dumbo. Das ist wirklich. Können wir keinen. Na, das ist ja noch mehr Dumbo. Das ist halt sehr spitz. Ja, das sieht gut aus. Depends. Depends on what you define as a new streamer. I'm streaming for about 3 months now, and I also streamed a few years ago, a little bit. So maybe yes, maybe no. ich glaube ja. So, jetzt erstmal Ohrläppchen, die Größe. Da, die Größe passt so. Winkel, ja. Nee. Ich glaube, der Winkel, der passt. Nee, so ist okay. Neigung. Ja, die sind ein bisschen nach unten geneigt, ne? No. How many times I stream in the week? I stream about 3 to 4 times in a week. Ja. Yeah. Mostly 3 to 4 times and for 3 to 4, maybe 5 hours. Okay, Spitzen. Nee, wir wollen keine Spitzen, wir lassen das Ganze rund. Kann ich das noch runter machen? Ah, warte mal. Ah, ja, okay, da kommen die Spitzen her. Wir lassen das auf jeden Fall rund. Ja. Thank you. Thank you. I really appreciate this. I really appreciate it. You're enjoying my stream even if you can't. Do you speak German? If you're enjoying my stream? Läppchen? Ja, wir brauchen definitiv. Der muss Läppchen haben. Der muss Läppchen haben. Die ist halt ein bisschen älter. Da hängen die Ohrläppchen schon. Really handsome guy. Thank you. Thank you, thank you. I try to look handsome. Oh. Really try. But my lighting is not really the best, I would say.
I definitely need a better lighting. Okay. Also. Der hat eigentlich schon so ein richtig schön eingefallenes Gesicht, was mir halt gefällt, ne? Wölbung Wange, Fetthals. I really like your channel because it looks great and I enjoy being friendly with you. Thank you. Okay. Why didn't you put it in quotes? Okay, Höhe, Wangen. Yes, I'm using Discord. You can exclamation mark DC and then you can join my Discord there. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden, ne? Nicht so hundertprozentig, aber... ich glaube... Warte mal, wir machen die Wangen mal ein bisschen breiter. Ah, was? Ach so, okay. Nee, das ist schon cool. Das gibt halt so diesen eingefallenen Look, das ist schon ganz cool. Haben wir Discord Username? No, I cannot. You can exclamation mark Discord and join my Discord and there's my username. So... If you're not the bot, you can get it there. Was macht das da? Tiefe Wangen. Bin nicht so hundertprozentig sicher, ob da nicht immer so ein paar suspicious User mit drin sind. Die einfach nur wieder mir wollen irgendwelche Grafikdesigns andrehen. Aber naja. Sie schreiben im Chat, also. Alles okay. Tiefe Wangen. Ja, wir müssen die noch ein bisschen. Wir müssen die schon so ein bisschen herausstehen lassen, ne? Die müssen schon ein bisschen tiefer sein. Ja. Du bist mir, ja, das ist ein guter Wizard. Jetzt machen wir den noch freundlich. Der soll ein bisschen grinsen. Ja, aber nicht zu sehr. Breite Bund. Nee. Okay. Überstand im Mund. Breite des Mundes. Ja, ich denke, der ist so fein. Ja. Überstand kann man halt auch ein bisschen machen, ne? Ja, ich denke, das sieht auch ganz okayisch aus. Mundwinkel. Ja, die wollen wir ein bisschen nach oben ziehen. Okay. Sorry. Also merkt man, das ist ja wirklich, Konto am 7. Februar erstellt übrigens. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Bin ich immer wieder schön, wenn dann irgendwie, du denkst dir so, ah, cool, die kommen da rein, die loben dich und dann plötzlich ist es einfach so ein Bot. der nichts anderes macht, wie dich die ganze Zeit nach deinem Discord-Server fragen. Und dann wieder zu sagen, ja, I really love your channel is amazing und dann irgendwas in Anführungszeichen setzt. Dude, you're suspicious. Go away. Thank you.
So. Und dann damit sind sie auch instant quasi von den Zuschauern weg. Okay, Lippendicke, ja, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen braucht er da was. Unterlippe. Nee, so eine krasse Unterlippe hat er jetzt nicht, aber so. So ungefähr. Er ist einfach... Kann ich den Mundwinkel noch ein bisschen weiter nach oben ziehen? Er muss einfach so ein glückliches Resting-Face haben. So, der lächelt dich einfach an. Der sagt so, hey, ich habe schon so viele Abenteuer hinter mir. Aber natürlich komme ich mit. Ich will immer wieder was Neues lernen. Ich bin einfach dabei. Let's go. We go on an adventure. Nice. So. Kiefer. Definierung. Ja, ich denke, der hat hinten ein bisschen... Ja, oder wird das besser rüberkommen, wenn der sowas hat, ne? Maybe so. Der Bart passt dann aber nicht so hundertprozentig dazu, ne? Weil der Bart gefällt mir schon relativ gut. Aber vielleicht müssen wir sowas machen und dann einfach den Bart ein bisschen länger. Nee, du hast schon so ein bisschen. Du bist schon so ein bisschen eingefallen da. Nee. Der Kiefer ist schon ein bisschen weiter oben. Ja. Überstandkiefer? Nee. Das wollen wir auch nicht so hundertprozentig. Ja, das geht schon. Höhe Kinn? Der hat ein bisschen längeres Kinn, ne? Ja, sehr schön. Und dann noch die Breite. Ja. Überstand. Oh ja, der Überstand muss auch noch ein bisschen. Ja. Nice. Und die Spitzheit. Was haben wir noch? Aha. Da kann man das noch ein bisschen spitzer machen. Wir wollen es nicht zu spitz. Das da reicht, glaube ich. Ja. Jawoll. Jawollo. Sehr schön. Da sind wir auch mit dem Kopf fertig. Haben wir doch, da haben wir doch einiges zum Einstellen, ne? So, Frisur. Oh ja, jetzt geht's an die richtig wichtigen Dinge. Jetzt brauchen wir nämlich unsere Frise. Das erinnert mich an Monster Hunter. Das erinnert mich legit an Monster Hunter, an den Dorfvorsteher, glaube ich, ja. Das erinnert mich ja übel an den. Holy. Nee, wir wollen keine so... Also, ja, irgendwo, nee. Ja, Glatze hat er auch noch keine. Der hat schon ein bisschen längere Haare, aber... Noch keine Topffrisur. Ja, schon ein bisschen besser. Nee. Ah, auch schon so ein klein wenig besser? Nee. Oha. Naja, das... Nee. Also ich glaube... Naja, da hat er ja Zöpfe. Was? Nee, Zöpfe brauchen wir jetzt auch nicht.
Also es gibt schon ein paar Frisuren, ne? Das da ist die, die ich jetzt gerade im Moment präferiere, ne? Also irgendwie sieht ihr mir... Die sieht mir schon am ehesten nach einem aus, dass die passen könnte. Also wir wollen auf jeden Fall grau. Definitiv. Hundertprozentig. Ist die Farbe an den Spitzen noch ein bisschen vorhanden? Nee, ich glaube nicht, ne? Ist genauso grau. Ja, ja. Ansatz von den Spitzen. Achso, da kann man den Farbverlauf machen, aber das Problem ist halt, wenn wir die gleich haben. Wobei, wenn wir die dann ein bisschen dunkler machen würden, würden das nur so hier so unten noch so ein ganz klein wenig kommen. Da hat er noch so ein ganz klein wenig schwarz, ne? Da hat er noch so ein ganz klein wenig schwarz. So, Glanz. Glanz in seinem Haar ist eigentlich nicht mehr vorhanden oder beziehungsweise fast nichts mehr. Also die Position des Glanzes ist es. Warte mal, wie machen wir das ganz voll? Okay, eigentlich egal, weil der Dude hat nämlich nicht mehr wirklich viel Glanz in seinem Haar. Der Gute, leider den Glanz verloren. Augenbrauen. Ah, jetzt kommen wir zur Form der Augen. Das ist ein bisschen weird. Ich finde, die Form der Augenbrauen hätten sie machen sollen, bevor man im Detail die Augenbrauen macht, oder? Vielleicht auch quasi hier Haare und so. Ich glaube, en Detail sollte eigentlich fast immer am Ende kommen. Meine Meinung. Gucken wir mal. So, was haben wir denn noch hier für good looking Augenbrauen? Also buschige Augenbrauen war auf jeden Fall schon mal cool. Das ist auch nice. Ist ein bisschen chinesischer, weil die Augenbrauen so noch nach unten gehen. Da ist so ein Fehler in den Augenbrauen. Ja, ich glaube, das ist das Buschigste. Und das würde ich auch nehmen. So. Wir gehen auf die 142, war das, glaube ich. Die passen sich unserer Farbe von den... Oder war das die 142? Ja, ich denke, das da passt auch. Ja, nehmen wir das. Oh, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen dicker, jetzt nicht zu dick. So ungefähr. Ja. Dann müssen die aber noch ein bisschen heller irgendwie da. Oder so? Oder doch eine andere Augenbraue? Irgendwie so eine? Nee, ich will die schön buschig. Will die schön buschig, aber das ist mir irgendwie von der Farbe her. Das ist noch nicht so hundertprozentig, wo ich sage, ja. So. Was das? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, so ist in Ordnung. Hat er eigentlich so eine Narbe auf der Brustkammer? Ist das ein Ding? Ach, stimmt. Warum hat er so eine Narbe auf der Brust? Ich habe den Trailer gesehen. Ja, dem wurde ja das Herz genommen. Okay. Ja, macht Sinn, dass er dann so eine Narbe auf der Brust hat. Okay. In seinen Early Days hat er gegen den Drachen gefightet. Oh ja, oh ja. Und da wurde ihm das Herz gestohlen. Und dann hat er sich gedacht, oh, ich werde Magier. Und werde auf ganz viele Abenteuer gehen. Und dann werde ich dem Drachen irgendwann heimzahlen. Und jetzt ist seine Zeit gekommen. Jetzt ist er in die älteren Jahre. Jetzt,
ist er in seiner Blüte, was so ein Magier ausmacht. Und deswegen geht er den jetzt hunten. So. Das ist der Bart, ne? Ja. So. Was haben wir denn für einen Bart? Ja. Oh, das ist auch ein guter Bart. I like. Nee. Also der Bart ist schon cool. Der hier ist auch nice. Also ich muss mir merken, die 44. Die 2 ist auch gut. Das aber vielleicht sogar noch geiler, die 4. Ich glaube, die 4, die wird's, oder? Ja. Ja. Wenn wir den jetzt noch so ein bisschen weniger... Bisschen grauer, ja. Ist das Farbspitzen? Die Farbspitzen sind ein bisschen grauer. Glanz hat der Bart, geht so. Den Bart, den pflegt er so ein bisschen. Den pflegt er so ein wenig. Das war wieder die Position Glanz, ne? Naja, so. Oh ja. Oh ja. Ach, jetzt wäre es halt schön, wenn man den Bart noch so ein klein wenig, wenn man den noch so ein ganz klein wenig zurückdrehen könnte an der Oberlippe. Aha, da wäre ich ja zufrieden, ne? So ganz, ganz klein wenig. Halt nicht so wenig, aber noch so ein ganz, ganz klein wenig, ne? Da wäre ich sehr zufrieden. Aber das da geht auch schon. Das da ist auch super. Mann, I like it. Richtig schön. Mann. So, Körperbehaarung. Ja, jetzt kommen wir zu einem richtigen Ding. Ja, natürlich. Wir sind ein Opachen. Wir haben auch ein bisschen Körperbehaarung. Okay. Okay, man kann nur Type 1, 2... Okay. Also wir haben definitiv Körperbehaarung, aber die ist schon grau. Die ist auch schon grau. Ah, wir können auch die Dichte... Ja, ist ein bisschen dichter. Ne? Ja. Oh mein Gott. Der sieht ja richtig gut aus, sieht der. Ich mag das auch. Dass der so ein klein bisschen so hinscht ist, ne? Weil er halt einfach schon ein bisschen älter und... Ja. Voll. Das Einzige, was mich so ein ganz klein wenig irritiert... Ist der Haaransatz hier. Der irritiert mich so ein ganz klein wenig, so als wäre der Kopf in derselben Farbe wie die Haare. Also quasi sieht er das so ein bisschen? Da so, ne? Also wenn man da so oben an den Ansatz, warte, ich kann glaube ich sogar mit der Maus, wenn man hier oben so an den Ansatz ranguckt, dann sieht das so aus, als wäre der Kopf in der Farbe der Haare. Weiß ich nicht so hundertprozentig. Aber egal. Der sieht gut aus. Der sieht doch gut aus, sieht er. Perfekt. Sehr schön. Augen. Oh, jetzt kommen wir zu den Augen. Ja, 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 ja. Ja. Jedes Auge einzeln bearbeiten. Wir haben gesagt, auf seinem linken Auge hat er was abbekommen, ne? Ich würde die Augen, glaube ich, einzeln bearbeiten wollen. Oder vielleicht erstmal zusammen, dann stellen wir einen Stil ein. Und dann bearbeiten wir jedes einzelne Auge. So. Jetzt ganz tief in die Augen schauen. Guck mich mal an, Opa. Nee, das... Du bist noch nicht blind, also zumindest nicht auf beiden Augen blind. Ja,
Das ist cool. So, Voreinstellung Augenfarbe. Was können wir machen? Nee. Primäre Farbe. Was wollen wir? Wir wollen so ein bisschen... Boah, so ein Grün oder so ein Blau. Blau gefällt mir auch immer sehr. Weil so ein helles Blau hätte. Sowas in der Art, hä? So, die Augen von ihm, die strahlen noch ein bisschen Leben aus, ne? Die strahlen einfach noch Leben aus. Der ist bereit, für den Drachen auch zu machen, ne? Der ist ready. Ready to... It's to the limit. Oh ja, so... Das sieht sehr stark aus. So, man kann hier auch... Oh ja, damit kann man dann auch noch rumspielen. Ich finde, das ist schon geil. Nee. Wir sind ja... Also, wir machen das nicht schwarz. Ja. Ja. Nee, so groß ist seine Iris jetzt nicht. Das ist ein bisschen größer. Nee, die Pupillen sind dafür aber ein bisschen kleiner. Ja. Ja. Der hatte Augen wie eines jungen Burschen. So fett ist der. Alles andere an seinem Körper mag sich vielleicht zweifeln lassen, wobei er doch sehr trainiert ist, aber das sieht man unter den Roben ja nicht so, die er trägt. Aber seine Augen, die sagen einfach, ich bin ready. Ich mach den Drachen. Und wenn es sein muss, alleine. Liam Neeson als Rentner. Hi! Liam Neeson als Rentner. Das könnte... Ma? Ja. Ja. Könnte man vielleicht sagen, ja? Also er ist auf jeden Fall ein bisschen buffter. Er ist auf jeden Fall ein bisschen buffter und älter. Aber er hat Bock. Er hat Bock. Definitiv. Man sieht's an seinen Augen, ne? Also seine Augen sind einfach... Ja, das stimmt. Nasen und Augen, die passen, ja. Definitiv. Ich bin auch echt zufrieden. Also ich bin halt wirklich zufrieden. Das ist krass. Habe ich selten bei meinen Charakteren. Dass ich damit so hart zufrieden bin. Wimpern. Naja. Ich denke, diesen ersten Typ da. Naja, aber die Wimpern... Naja, ich weiß nicht. Also im Alter werden die Wimpern ja jetzt nicht grau, ne? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Ich glaube, das passt so. Will ich ein bisschen längere Wimpern, aber nicht zu lang? Weil er ist ja auch schon älter. Deswegen, ältere Leute haben, glaube ich, auch ein bisschen längere Wimpern. Weiß ich jetzt zwar nicht, aber keine Ahnung. Die Dichte hat natürlich ein bisschen abgenommen. Ja. Ja, vielleicht doch ein bisschen die Wimpernfarbe auch noch anpassen, ne? Kann jetzt nicht hundertprozentig dieselbe sein. Beziehungsweise dann nur schwarz. Das fällt dann ein bisschen zu sehr auf. Mann, hey, der sieht ja wirklich gut aus. Ah, sehr schön. Ich hätte halt gerne noch so ein bisschen mehr Falten. Ja. Also ich muss ja sagen, ich habe noch nie Dragon's Dogma gespielt. Aber ich habe mir halt angeguckt und ich dachte mir so, ah, da willst du ja auch mal reingehen. Also, und dann dachte ich mir, der Character Creator ist draußen, also machen wir uns einfach schon mal einen Charakter. Und dann geht's einfach am Freitag rein. Mit unserem schönen, älteren, aussehenden, leicht gehinschten, bufften Magier. Weißt du, der wird ein Magier. Der wird definitiv ein Magier. Der sieht schon so aus. Lidschatten. Oh Gott, ich glaube aber, so ein bisschen Lidschatten braucht der schon.
Aber weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Kann man ihm irgendwie so ein bisschen verschlafene Augen machen oder so? Ja. Nee, leider nicht. Also ich habe auch noch nichts gelesen oder so, wann's hitten soll. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen am struggeln. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die haben ja auch keine. Es ist. Ich weiß auch jetzt gar nicht, weil ich mich echt nicht informiert habe, ob hier Preload available ist. Relogs, das muss doch nicht sein. Also nein, bin ich nicht, aber das muss doch nicht sein. Und dass die erste Nachricht ist, das kommt echt schlecht an. Ja, es ist echt nicht schön. So. Ich weiß nicht, wenn es Preload gibt, das wäre natürlich umso cooler, aber ich weiß leider nicht, ich habe keine Ahnung. Dann könnte man sich zumindest schon mal runterladen. Das wäre nice. Ja, also quasi, dass du vorab das Spiel schon mal runterladen kannst. Also nicht nur den Character Creator, sondern wirklich das komplette Spiel. Bevor das dann Freitag rauskommt. Das haben manche Games. Manche Games haben quasi, dass du vorab schon mal runterladen kannst. Außer das kommt auch auf die Konsole. Ja, doch. 60 GB. Ah, dann haben die das. Okay, dann schon. Weil ich habe mir das Spiel nämlich noch nicht geholt. Das ist nämlich das Ding. Ich bin jetzt einfach so mal in den Character Creator rein, weil der ist ja auch kostenlos. Deswegen wusste ich das gar nicht. Aber wenn das schon. Okay, dann kann man das schon vorher laden. Das ist super. Das finde ich gut. Dann heißt das, die machen einfach nur noch am Freitag, sagen die Go. Ach so, auf Xbox. Ah. Ein Xbox-Spieler, Spielerin. Nice. Ich spiel's auf PC. Aber ich werde es wahrscheinlich mit Controller spielen, weil die Entwickler direkt am Anfang den Claimer geben, mit Controller spielt es sich am besten. Deswegen habe ich gedacht, jo, machen wir mit Controller. Deswegen sieht man das auch. Aber eigentlich hier, du kannst es sehen, das würde auch schnell wieder wechseln. Aber ich hab einfach Controller an. So, dann gucken wir mal, dass wir dem hier wirklich noch so ein bisschen schönere Augen verpassen. So, funkelnd. Das darf so ganz seicht, das... um einfach... so ein bisschen zu sagen, er ist halt älter. Deswegen, ich glaube, schwarz passt da sogar ganz gut. Halt nicht so dolle, sondern nur so. Ja, ich glaube schon. Nicht so viel Intensität auf dem da. Ja, so sieht das gut aus. Metallisch? Was können wir da noch machen? Ah, nee. Ja, das ist krass. Deswegen, wenn du genau hinguckst, das linke Auge, also jetzt quasi drauf gucken, das rechte, ist so ein bisschen zu. Das ist so ein klein wenig zu, das habe ich extra gemacht. Da kommt auch noch was. Wobei ich da schon wieder vorbei bin. Eigentlich wollte ich dem Auge noch so ein bisschen... Ne? Das hat so ein bisschen seinen Glanz verloren, weil da hat er mal was drauf bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Hundertprozentig. Das ist ja mein Charakter. Stimmt, da wollte ich das noch machen. Und wollte dem hier nämlich die, nicht die Iris, hier so ein bisschen mehr. So, das ist das falsche Auge. No! Das falsche Auge. Das war auf 3. Das ist das richtige Auge. Das halt so ein bisschen heller. Und das auch das da ein bisschen heller. Da hat er nämlich auch einen anderen Stil. So, aber... Genau. Ey. Ich will es nicht ganz so offensichtlich, nicht so krass offensichtlich machen. Aber man kann hier... Nee, nicht wirklich. So irgendwie. So? So? Ja? Da muss das da doch ein bisschen dunkler. Und das hier auch so ein bisschen dunkler. Genau. Wenn ich jetzt noch einen Namen machen kann, ich weiß gar nicht, ob man einen Namen machen kann. Aber ja. Das wäre auf jeden Fall nice. Da hat er nämlich ein bisschen was drauf bekommen und da ist das Ganze. Na? Namen geht? Nice. Danke für den Follow. Danke für den Follow, Bettina. Nice, wir haben das Follow-Ziel erreicht. Nice, danke. Thanks for the follow on Twitter. I will look you up and if your content is nice, then I will follow you back. Otherwise, I think follows should just be if you really like what the one's doing. Wenn das Ziel erreicht ist, muss man ja nicht mehr. Nee, dann gibt's einfach ein neues Ziel. So sieht das nämlich aus. Warte, das haben wir ja schnell. Wie macht man das? Nochmal. Man konnte das irgendwo hier einstellen. Bin da auch nicht so hundertprozentig dran. Okay. Ich glaube bei dem Ding da. Ja. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo man das einstellen konnte. Mit den Dingern. Aber es geht immer noch, es geht natürlich immer noch mehr. Und ich danke jedem Follower, der reinkommt. Jedem. Bis zu einer gewissen Größe vielleicht, also je nachdem. Hey, was hat das Saarland damit zu tun? Saarland ist ein schönes Land. Auch wenn jeder immer da drauf rumhatet. Was war denn das jetzt? Das ist ja... Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Das trotz des Saarlandes. Eieieiei.
Da muss ja einer viel Trust in mich haben. Das ist irgendwo hier. Ah! Ich glaube, ich hab's gefunden, oder? Hab ich's gefunden? Hab ich's gefunden? Ich glaube, ich hab's nicht gefunden. Ich muss mal nach dem Stream gucken. Dann haben wir in diesem Stream das geknackt und für den nächsten gibt's dann halt das nächste Ziel. So sieht's aus. Machen wir weiter an unserem schönen Magier. Let's go. So. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Auge, aber ich glaube, das kann man so lassen, ne? Ich glaube, das geht. Ich habe irgendwie einen anderen Typen oder so. Nee, es gibt nur den da, um das Auge so ein bisschen kaputt aussehen zu lassen, ne? Macht nix. Nice. Sehr schön. Und wenn es Narben gibt, so wie die gute Harley, die Quinn gesagt hat, dann müsste man das ja auch noch machen können. So, Eyeliner. Ja, Eyeliner muss jetzt, glaube ich, nicht. Sommersprossen. 10 Minuten Timer für eine normale Frage, dafür nicht wild. Also wenn das die erste Frage ist, die du stellst, wenn du in einen Stream reinkommst, was erwartest du denn dann? Was erwartest du denn dann? Wenn das die erste Frage ist, die du stellst. Also, auch wenn es eine normale Frage an sich ist, aber das halt trotzdem, also, weiß ich halt nicht. Komm doch rein, sag erstmal Hallo. Hast du mit Ja oder Nein geantwortet? Ich habe doch mit Nein geantwortet. Aber es geht doch anders. So. Ah, nee. Sommersprossen. Nee, ich glaube nicht, nee. Blinde Bogenschützen. Oha. Oha. Wie läuft das denn? Erkennt ihr ihre Ziele mit Magie? Es ist quasi so, Ist das dann eine, die ihre Ziele nur anhand Magie erkennt? Oder hat die einfach extrem gute Sinne? Ich glaube, man kann auch ein bisschen die Deckkraft runternehmen. Was ich nur nicht verstehe. Na gut, es gibt auch mehrere Typen. Instinkt. Nice. Instinktiv immer gewusst, wo der Kopf sitzt. Sehr schön. Finde ich echt cool. In der Fantasy-Welt macht das auch Sinn, dass Blinde trotzdem noch Bogenschützen sein können. Servus, bist du aus dem Saal? Ja. Ich bin aus dem Saarland. Ja, ich bin aus dem Saarland. Ja, also ich wollte gerade sagen, also als Spaß weiß ich nicht, ob man das da so reinschreibt. Danke für den Follow. Dankeschön. Turukai, dankeschön. So, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, meine Sommersprossen sind kaputt, oder? Irgendwie. Oder? Ah, das ist, weil die Deckkraft halt so wenig ist. Deswegen erkennt man die nicht mehr. Aber die Sommersprossen sind ja eigentlich eher so ein bisschen. Es könnten halt jetzt auch schon so ein paar Leberflecke sein, ne? Muss man jetzt ehrlich mal sagen. Was ich auch cool finden würde. Wie
Waren die mal nicht so... so... prominent bei ihm? Bisschen runter... Ja... Ich glaube, er braucht es auch wirklich im kompletten Gesicht, ne? Aber dann müssen die halt noch ein bisschen weiter runter. Sodass sie halt da sind, aber auch irgendwie nicht. Ja. Ja, das da passt. Das sieht gut aus. Schön. Schöner Magier. Was war das da? Wangen. Ist das jetzt um die... Nee. Damit fangen wir nicht an. Lippenstift. Ja, gut, Lippenstift hat er jetzt auch keinen drauf. Die Zähne. Oh je, hat der schöne Beißerchen, hä? Da fehlen auf jeden Fall ein paar. Nach den etlichen Kämpfen, die er schon zu spüren bekommen hat, fehlen ihm so ein, zwei Zähnchen. Und die sind jetzt auch nicht mehr die weißesten. Nice. Cool. Ah, jetzt kommen wir zu dem guten Stuff. Tattoos. Da brauchen wir welche davon. Definitiv. Da hat er so ein, zwei in seinen Jahren gesammelt. Aber was für welche ist die Frage? Was für Tattoos hat er gesammelt? Das sind immer mehr. Das ist eine Kollektion an Tattoos, oder? Name Uwe der Magier. Der auch dabei ist. Nice. Hey, ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Der gute Uwe. Ja, so ein Schamane ist er jetzt auch nicht gerade und ein Tribe-Member auch nicht. Ja, ja. Das da kann ich mir vorstellen. Das ist wieder Typ 1. Das da kann ich mir vorstellen, so. Die kann man aber wahrscheinlich nicht richtig verschieben, oder? Dass man sagen würde... Was war denn noch so, was ich mir vorstellen konnte? Dass da auch... Dass da so ein bisschen mit dieser Schlange, die sich um den Dolch drum wickelt. Aber ich glaube eher, dass da mit diesem Löwen. Das könnte seine Akademie gewesen sein. In jungen Jahren hat er sich das drauf tätowieren lassen, weil er eine Wette verloren hat. Ach nee, der hat ja auch noch was im Gesicht dann. Ah nee, das ist ja doof. Nee, im Gesicht will ich jetzt aber nichts von ihm haben. Ah. Das ist schade. Ah, ich kann die einzeln verschieben, ehrlich? Ah, das wäre cool. Ach so, das sind ja nur Voreinstellungen, stimmt. Das sind ja dann nur... Aha, warte. Ja, dann kann ich ja doch hingehen und kann den Löwen da machen. Dann mache ich einfach das Tattoo da weg. Ah, ich sehe gerade, jawohl, jawollo. Das ist das Tattoo und das ist das Tattoo. Kann ich das zweite wegmachen? Und wenn ja, wie? Ach, das ist es. Okay, das ist das zweite. Das mit dem Löwen da, oder, nee, das ist gar kein Löwe, das ist hier, ach, wie Kerberus. Ja, man kann, also wirklich, das ist ja wirklich krass, wie viel man da machen kann, ne? Der hat da, ja, der hat sich einfach den Kerberus da drauf, auf seine Brust tätowieren lassen. Ah, das sind die, okay, Körpertattoos. Mich nur gerade so ein bisschen wundert. Ach, man kann zwei Körpertattoos haben. Wie es aussieht.
Tattoo 2 bearbeitet. Also man kann 2 Körpertattoos haben. Oder setzt man einfach noch eins dazu? Nee, ne? Nee. Gehe schwer davon aus, man kann dann 2 haben. Okay, das ist halt das eine. Nee, ich denke, dass da passt. Das da ist gut. An jeder Stelle 2 Stück. Durch Belag kann ein Tattoo mega oft verdoppeln. Ah, okay. Ich sehe. Ich würde auf dem rechten Arm sogar auch noch irgendwie was machen. Da müssen wir mal gerade gucken, was sich da noch anbietet. Für so einen Magier. Einmal durchgucken. Das sind alles coole Tattoos, definitiv, 100%. Ich habe gesucht dieses eine. Dieses eine, okay. Maybe sogar echt so einen... So eins. Eins von dem... So eins. Er hat sich dort einfach... Und das muss an den anderen Arm. Die 29 muss an den anderen Arm. Ich muss hier das Tattoo zurücksetzen. Ja. Das muss auf den anderen Arm. Die 29. Weil, ganz einfacher Hintergrund, dadurch, dass seine linke Seite so geschwächt ist durch das Auge, hat er sich da einfach so ein... Hat er sich quasi dort selber Runenzeichen und so hinschreiben lassen, um seine linke Seite besser zu schützen zu können. Weil er dort sehr angreifbar ist und mit seinem Arm hat er dort einfach quasi... Schützt er sich damit so ein bisschen. Hat halt in-game überhaupt keine Wirkung, aber es macht mir Spaß, sich solche Geschichten auszudenken. Die sind mega. Ich mag Charakterkreierungen, die dann auch wirklich einen Sinn dahinter haben, dass man da was hinpackt. So, die Position können wir noch ein bisschen weiter runter machen. Ja, ich denke mir so eine Story aus, warum er jetzt quasi dort ist, wo er ist. Ja? Weil er hat ja sein, wie man ja sieht, warte, vorne hat er ja die Narbe. Da würde ich eigentlich gerne das Tattoo... Über die Narbe gehen lassen. Geht das? Weil das Tattoo hat er sich machen lassen, nachdem er die Narbe zugefügt bekommen hat. Ich glaube, irgendwie im Trailer war man ein bisschen jünger, als der Drache einem das Herz geklaut hat. Und so die Story von meinem wäre halt quasi, es sind ein paar Jahre vergangen und er hat sich halt vorbereitet auf den Kampf mit dem Drachen. Es ist halt ein bisschen Zeit ins Land gegangen und sein Tattoo hat er sich nach der Narbe machen lassen. Es ist nur die Frage, ob man das machen kann. Hier vielleicht mit Deckkraft. Also es ist auch schon ein bisschen verblasst, deswegen, ja, das passt so. Aber dann muss ich das vielleicht doch noch ein bisschen so verschieben. Das kann man jetzt nicht machen, aber das macht auch nichts. Also das wäre jetzt kein... war ja jetzt nicht so doof. Aber okay, passt. So, linker Arm. Immer noch. So, wir machen dem Ganzen ein bisschen andere Farbe. Wir haben hier nämlich so... Haben wir hier so ein Blau? Bestimmt, ne?
bisschen helleres Blau, so. Ja. Ja. Ich wähle gerade meinen zweiten und mein erster hat einen kleinen Handabdruck über ihrem geschlossenen Auge. Der Abdruck ihres Kindes, was wegen einem Fluch starb. Und die letzte Berührung verbrannte ihr Auge. Seitdem leidet sie starke Verluste und will Rache, aber stell mir jetzt was Neues Besonderes. Oi, das ist auch cool. Das ist auch cool. Ja, perfekt. Jawohl. Sehr schön. Magier Uwe ist auch dabei. Ich weiß gar nicht, kann man... Das wäre ultra cool. Ist das... was hast du... Als was hast du sie gesehen? Kriegerin, Bogenschützen oder so? Weil ich fände es echt cool. Mega, mega cool sogar. Wenn einfach man von der Community hingehen könnte... Und könnte sich geile Charaktere rausnehmen und die als seine Gefährten reinsetzen. Boah, das wäre ja ultra geil. Weil ich nämlich gesehen habe, dass man auch seine Gefährten machen kann, ne? Ich würde all eure Charaktere mitnehmen für Geschichte. Jaja, klar, natürlich. Abänderbar ist es definitiv. Ich würde die alle mitnehmen. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Dann könnten die Leute nämlich immer ihre Charaktere auch rumlaufen sehen. Das wäre echt cool. So, hier ist ein bisschen bläulich, weil das sind ja Runen, mehr oder weniger. Kann ich die intensiver machen? Ja, ne? Da geht ja noch was an Deckkraft. Oder doch. Intensität. Nee. Okay. Hopp, 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 hopp. Sekundäre Farbe. Die ist vielleicht jetzt so ein bisschen rot. So ein bisschen rötlich. Ja. Das ist auch wieder wahr. Ja, eben, ja, man könnte die ganzen Sachen schicken, aber das wäre ja auch ein bisschen umständlich, glaube ich, oder? Weil da müssen wir sich ja alles rausschreiben, damit man wirklich den Charakter genauestens wie möglich nachmacht. Also, weil ich will sie ja natürlich dann auch authentisch haben, ne? Also, wenn ihr euch schon dabei gedacht habt, das Ganze auf 28 anstatt auf, weiß ich nicht, 30 zu stellen, das wäre ja dann doof. Okay, ja. Das da sieht gut aus. I like it. Der gute Uwe. Wollen wir gerade abbrechen? Ich war zu voreilig. Narben, ganz wichtig. Narben am Körper. So. Okay, es gibt auch nicht so viel, aber das macht nichts. So, jetzt müssen wir die verschieben. Vertikale Position. Zack, 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 zack. Und die hat sich, glaube ich, auch direkt von der Größe angepasst, ne? Ja, sehr schön. Nee, warte, in die Richtung eher. Und dann hier, doch nicht. So? Ja. Ja, wobei. Ich mag das nicht so, dass es auch über der Stirn ist. Also quasi die bisschen dickere Wunde. Genau. Boah. Cool. Kann man den anderen Spielern nutzen? Ein gutes Community-Ding. Heute begleitet sie mich
Morgen eher und so weiter. Ja, deswegen. Deswegen, das wäre halt ultra, das wäre halt mega cool, wenn man, also, ja. Also, man kann hingehen, ich mache das da fertig, weil ich weiß, also man hat ja zwei zur Auswahl. Man hat einmal seinen erwachten Charakter zur Auswahl und dann hat man noch die Nebencharaktere, also die man sich mitnehmen kann als Auswahl. Und ich bin mir relativ sicher, dass die ja dann die sind, die man auch mitnehmen kann. Und die Dateien, die müssten ja, also die Daten von dem Charakter müssen ja irgendwo liegen, weil ansonsten könnte man ja nicht den Charakter-Editor trennen von dem eigentlichen Spiel. You know what I mean? Das dürfte ja dann eigentlich nicht gehen. Das wäre so ultra. Boah, ich würde die alle mitnehmen und würde davor immer quasi die Geschichte dazu erzählen. Jeder dürfte sich eine Geschichte ausdenken, die mir zukommen lassen und dann jedes Mal, wenn wir den Charakter auswählen, lesen wir einmal davor seine Geschichte vor. Das wäre sehr schön. Da wird mein Herz aufgehen. Da wird mein Herz ehrlich aufgehen. Ich mag's nämlich. Ich mag nämlich Geschichten über Charaktere zu lesen. Das gefällt mir. Das wäre schön. Wenn es gehen würde. Gucken wir mal. Ich guck mal nach dem Stream, ob ich das irgendwie, ob ich das vielleicht irgendwie rausbekomme. Ob man das machen kann oder nicht. So, die Narbe hat auch noch Intensität. Ah, nö. Also die kann schon ein bisschen intensiver sein, ja, aber ich glaube, so passt. Ja. Richtig schön. So. Ist er schmutzig, wäre die Frage. Kann ich nicht sagen, weil der Schmutz gerade keine Farbe hat. Irgendwie. Was ist denn das? Ah, Schmutz. Ah. Okay. Ah, nee. Komm. Also, wir setzen ihn zurück, der unser... Vielleicht so ein ganz klein wenig... Dass man sagt, weil er auch schon ein bisschen älter ist. Ah, weiß ich halt nicht, ne? Aber trotzdem ist er immer noch Magier. Also ein bisschen auf sein Aussehen achtet er ja trotzdem noch. Ich glaube, das passt. Das passt. Ja! Da sind wir fertig. Wir haben Uwe. Hi, Uwe. Wir können mit X noch die Ausrüstung wechseln. Nee. Das war nicht X, das X, ne? Oh, Uwe als Ritter. Nice. Achso, es geht nur Ritter. Schade. Okay. Aber das wäre Uwe als Ritter. Nice. Und natürlich jetzt noch Uwe als Magier. Ne? Weil Uwe ist nämlich auch dabei. Aber nur als Magier. Also ich hoffe, also ich glaube, war es nicht so, dass man sich die Klasse wirklich aussuchen konnte? Ah, Klasse kann man gleich wählen. Ja, das wäre ja ultra cool. Warte. Man kann schon Klassen wählen. Ich dachte, das wäre nur der Character Creator. Okay. Wir lassen Uwe mal noch mal kurz hier. Ja, come on. Also, das wirklich. Der ist schön. Der ist schön. Schöner Mann. Dann schließen wir mal ab. Laufbahn. Guck dir das mal an. Das wäre Uwe als Bogenschütze. Das wäre der Uwe als Magier. Ja, das passt schon zu dem. Das passt schon zu dem, muss ich wirklich sagen, ja. Und das wäre der Uwe als Dieb. Der Uwe als Dieb ist jetzt nicht so, also der...
Actually, das passt jetzt nicht so. Aber als Bogenschütze und als Ritter würde wahrscheinlich Uwe sogar durchgehen, ne? Aber Uwe ist ein Magier. Ah, die Laufbahn kann sogar später geändert werden, okay? Meine ihre Stäbe, um verschiedene Zauber zu wirken. Die Beherrschung von Verzauberungen und Heilzauber ist für jede Gruppe eine große Hilfe. Ja, wir verzaubern aber nicht, wir machen Damage. Uwe ist ein Damage-Magier. Nice. Und die Stimme. Jetzt müssen wir. Kann ich die. Ah, X. Nee. Nee. What? Okay, ja. Ja, das hört sich schon eher nach Uwe an. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach. Ja. Nee, das ist nicht Uwe. Okay, das ist unser Uwe, der unbeugsame Sieger. Er ist auch ein unbeugsamer Sieger. Das passt ja wie auf die Faust aufs Auge. Ne? Er ist einfach unbeugsam. Er hat jahrelang trainiert und jetzt wird's dem Drachen so richtig. Jetzt wird's dem so richtig an den Kragen gehen. Jahrelang. Und jetzt bekommt er seine Chance. So, abschließen. So, dann sagen wir doch mal. Ja, komm, weil Lulz, das ist der Uwe. Nicht Uwe, das ist der Uwe. Und der ist auch dabei. Abby? Gibt's was mit U? Sein Spitzname? Was ist denn sein Spitzname? Den kann man nicht selber wählen? Das ist ein Spitzname von Uwe. Ich glaube, da gibt es gar keinen Spitznamen. Oh Gott. Er heißt Uwe, sein Spitzname ist aber Paul. Nee. Das wäre jetzt lustig. Oi. Oi, Uwe. Q. Quick Quincy? Das sind doch Namen. Das sind doch keine Spitznamen. Ringo. Robert, Robin. Rockmann. Auch genannt der Rockmann. Oi. Ja. Rufus. Uwe ist so ein richtiger Rufus. Ah. Sehr schön. Ryoken. Saber. Samurai. Ja, Uwe kann auch manchmal ein Samurai sein. Shadow. Schuh. Uwe, der Schuh. Och nee, Mann. Das gibt's ja nicht. Rock? Kämmer, der Rock als Spitzname. Ja, der müsste aber aussehen wie der Rock. Ah doch, da ist doch U. Ursula, Uri, Opa, Una, Ume, Ultra. Uwe auch genannt Ultra. Ugo. Ume. Uri. Der Uwe, der macht alles für Ume. Ich weiß nicht, braucht man einen Spitznamen? Weil das ist jetzt ein bisschen doof. Ich versuch's mal ohne Spitznamen, weil, also, ich würde jetzt keinen finden, der mir wirklich gefällt.
Dann kann ich einfach Papier mal... Oh, ja! Oh, das wäre auch cool. Einfach ein Vampir. Okay, man kann ihm sogar... Nee. Der hat jetzt einfach einen... Er hat jetzt einfach Ada als Spitzname gemacht. Warum? Man muss einen Spitzname machen. Eieiei. Oi, war geil. Oi. Ah, Name Uwe, Spitzname Oi. Er wurde immer Oi genannt, anstatt Uwe. Keiner konnte sich den Namen merken. War zu schwierig. Also haben sie ihn einfach Oi genannt, weil man ihn so einfach ruft. Ah, ja. Ja, nee, das sehe ich. Uwe war zu schwierig, deswegen einfach Oi. Oi hat auch weniger Buchstaben, ne? Ah. Ja, das kann sein, ja. Das kann sein, dass man die dann vorher nimmt. Oh, warte, dann würde mich interessieren, gibt es auch richtige Namen? Sowas wie zum Beispiel Kevin oder so? Karen? Es würde den Spitznamen Kev und Kevin geben. Holy moly. Ja, aber so heißt unser Uwe nicht. Okay, ist mein Name. Du heißt weiterhin Oi. Wache, guten Tag, werter Oi. Ist so. Der jetzt einfach Oi. Uwe war zu schwierig. Oi hat nur zwei Buchstaben. Let's go. Nice. Cool. Genau, ich muss mir noch die Vollversion holen. Das mache ich dann nämlich noch, wenn man preloaden kann. Nice. Wirklich schön. Sehr schön. Und wie man hier sieht bei der Charakterstellung, man kann auch einen Hauptvasall machen. Dein Hauptvasall ist ein loyaler Gefährder, der dich auf dem gesamten Abenteuer begleiten wird. Also theoretisch... Würde ich behaupten, kann man Community Chars mitnehmen und es wird wahrscheinlich doch der eins, der, es wird auch wahrscheinlich derselbe Character Creator dahinter stecken und dieselben Mechaniken. Also maybe ist das sogar machbar. Dann kann ich einfach ein paar von euch mitnehmen. Also ein paar von euren Charakteren. Das wäre übel. Das wäre richtig cool. I would really like that. Gut. So, dann sind wir aber, dann sind wir erstmal fertig. Ich muss nämlich auch, ich muss noch was futtern gehen. Und für alle, die auf YouTube das Ganze gucken, vielen Dank, dass ihr bei der Charaktererstellung dabei wart. Und wir sehen uns dann im richtigen Spiel. Ne? Till then. Gehabt euch wohl.